Hallo und guten Tag. Mein Name ist Joschka Gossel und ich erzähle euch heute etwas zu der App What Three Words, die natürlich auch mit unseren Mercedes zusammenarbeitet. Was genau ist What Three Words? Das Ganze ist eine App bzw. ein Unternehmen, was die komplette Welt in 3x3 Meter Quadrate unterteilt hat. Und jedes dieser einzelnen Quadrate hat einen Namen, sprich drei Worte. Ganz beliebige Worte bedeutet, dass wir wirklich, dass jedes Quadrat einzigartig ist und da es sich um drei Worte handelt, auch diese drei Worte in jede Sprache übersetzt werden können. Somit kann jeder Mensch auf der ganzen Welt diese App benutzen und ganz genau zu Punkten hin navigieren. Um das mal etwas einfacher darzustellen, wir haben hier zum Beispiel unsere What Three Words App. Ich möchte natürlich einen Punkt finden, wo es keine Adresse gibt, wo es, ich sag mal, kein Navi hinführt und wo wir uns vielleicht auch gar nicht auskennen. Sprich, wir sind im Ausland und können nicht mal den Straßennamen sagen. Dann würden wir uns einfach den Punkt auf der Karte aussuchen, die Drei-Wort-Adresse eingeben und schon können wir dorthin navigieren. Wir gehen einfach mal von unserem Haupteingang aus oder nee, wir nehmen den Hintereingang, denn da gibt es ja keine wirkliche Adresse für. Das heißt, ich zoome mal ran und wir sehen schon, hier sind all die Quadrate und diese Quadrate ziehen sich über die ganze Welt. Aber wir wollen unseren Hintereingang haben. Sprich, wir zoomen mal ran. So, und dieser Name lautet wertvoll abzielte Klingen. Also, wofür ist dieser Punkt wichtig? Ganz einfach, wir haben hier zum Beispiel in unserem Autohaus eine Adresse, die nennt sich Karl-Friedrich-Benz-Straße 7. Das ist aber ja dieser ganze Komplex. Sprich, wenn wir wirklich an einen genauen Punkt fahren wollen oder wir möchten uns mit jemandem treffen, der nicht genau weiß, wo er hin muss, dann würden wir einfach dieses Quadrat auswählen. Und wenn wir uns in unserem Mercedes befinden, dann, ich kann es dir mal vormachen, dann würde ich einfach sagen, hey Mercedes, navigiere zu Drei-Wort-Adresse wertvoll abzielte Klingen. Bitte wählen Sie einen Eintrag aus. 1. Die Route wird berechnet. Und schon haben wir einen 3x3 Meter genauen Standort, den wir, ich sag mal, an jeden weitergeben können und jeder kann zu dieser Adresse navigieren. Wichtig vor allen Dingen zum Beispiel, es gibt einen Hinterhof. Es gibt zum Beispiel für den Paketboten, der sucht einen Briefkasten. Der findet diesen Briefkasten aber nicht an der Hausnummer, sondern ich sag mal gezielt genau an diesem 3-Meter-Quadrat. Und das können wir uns natürlich hier zunutze machen und somit jede Adresse auf der ganzen Welt finden. Das war's schon wieder. Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick in die neue App What Three Words geben. Für welche Fahrzeuge ist es eigentlich verfügbar? Und zwar alle Fahrzeuge mit NTG 5.5, sprich die Baureihe der 213er E-Klasse und natürlich alle Fahrzeuge mit MBUX. Wichtig ist, dass die Fahrzeuge mit Mercedes Me verknüpft sind und wir natürlich auch die What Three Words App haben. Und dann kann man das Ganze einfach so nutzen, wie wir es gerade gemacht haben. Also, wie gesagt, ich hoffe, ihr konntet was lernen und wenn ihr Fragen habt, schreibt es einfach in die Kommentare und wir werden uns natürlich sofort um eure Fragen kümmern. I don't see nobody in my lane, it's quite go get it like me, whoa. Please don't be wasting my time with that business. Who you kidding, man? Yeah, 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 whoa. Yeah, swear to God.